Fantastisch. Das wusste ich natürlich nicht, dass das da ist. Ja, gut, jetzt habe ich es gesagt. Oh, das ist ein Eichhörnchen. Oh, Entschuldigung. Dieser Ort war 20 oder fast 20 Jahre in so einem Dornröschenschlaf und auf einmal wird dieses Wasser zufällig wiederentdeckt. Es war wirklich ein Eichhörnchen. Ich glaube dir, dass da ein Eichhörnchen war. Ich gucke sogar noch mal, aber ich sehe immer noch. Nein, jetzt ist es natürlich weg. So. Dass die Bergheimer Eichhörnchen sind schüchtern wahrscheinlich. Ja. Dann geht es aber darum, was mache ich mit einem Traum, der vor 20 Jahren aktuell war? Da hinten ist übrigens das Eichhörnchen wieder, ja. Ich will es nur sagen. Es ist, siehst du das? Da? Siehst du das? Nein! Da, wo? Über dem Fahrschulteam, über der Fahrschulteam-Werbung. Siehst du das? Ah, du hast recht. Da ist ein roter Fleck in der Land. Es gibt ein Eichhörnchen in Bergheim. Das eine Eichhörnchen. Du hast recht, es bewegt sich. Ja, es ist ein Eichhörnchen. Siehst du, ich wollte nur noch mal sagen, also, ja, okay. Entschuldigung, du hattest aber eine Frage. Ahoi. Wolltet ihr nicht auch immer schon mit Lukas Podolski Sport machen? Wir ebenfalls, deswegen sind wir hier im Lukas Podolski Sportpark. Aber er ist leider nicht da und stattdessen ist es hoffentlich die Autorin dieses Buches. Vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen, heißt es. Und Janine Adomeit hat darin Sportplätze eigentlich nur am Rande erwähnt, aber um das körperliche Wohl geht es trotzdem viel, insbesondere um Heilwasser. Und deswegen bekommt sie auch so eine Art Heilwasser von uns geschenkt. Wenn auch ihr eurem Leben einen gesunden Spin geben wollt, dann abonniert uns, gebt dem Video einen Daumen hoch, drückt auf die Glocke, damit ihr nie wieder etwas verpasst. Und dann besuchen wir zusammen tolle Schreibende. Kommt mit! Guten Tag! Hallo Till. Versonnen sitzt die Schreibende und blickt auf den Sportplatz. Genau. Genauso stellt man sich Autorinnen und Autoren immer vor. Ja, richtig. Wunderbar. Hallo Janine, ich freue mich sehr, dass das klappen kann. Ja, ich mich auch. Dankeschön. Ich habe Heilwasser für dich mitgebracht, beziehungsweise das, was ich gefunden habe, was Heilwasser am nächsten kommt, das ist die Hornberger Lebensquelle. Perfekt. Ich hoffe, sie enthält viele Mineralien und Spurenelemente, die dein Leben nochmal 3% verbessern, wenn das überhaupt möglich ist. Sanft und quellfrisch im Geschmack steht hier drauf. Heilwasser spielt in einem Buch eine prägende und große Rolle und wir werden darüber reden. Aber lass uns erstmal über die Aschebahn, die die Welt bedeutet, flanieren. Die ist irgendwo da unten, wenn ich das richtig sehe. Und da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Wie geht denn das am besten? Wahrscheinlich hier rum, oder? Ich habe nicht umsonst gesagt, dass es der Ascheplatz ist, der die Welt bedeutet, denn er hat zumindest deine Welt einmal bedeutet. Das war dein Sportplatz. Das ist der Sportplatz, auf dem früher die Bundesjugendspiele stattgefunden haben. Und vor allem der Sportplatz, auf dem meine Schule ihren Draußensportunterricht immer abgehalten hat. Okay. Also ein Ort, der für mich sehr viele negative Erinnerungen beinhaltet. Ich wollte gerade fragen, ob du genauso sportbegeistert warst, wie das Autorinnen und Autoren gemeinhin sind. Ja, genau. Das sind tatsächlich prägende Erinnerungen an Bundesjugendspiele und so weiter, oder? Ja, also ich habe ja nie geschafft, eine Urkunde zu bekommen. Hm. Es gab damals Ehren- und Siegerurkunde. Ich glaube, heute gibt es inzwischen auch sowas wie Teilnehmerurkunde. Hm. Aber das gab es damals nicht. Und ich habe mich wirklich... Das ist ja immer einmal im Jahr im Sommer, ne, diese Bundesjugendspiele. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, so, warum mache ich das eigentlich? Also für nichts. Warum werde ich dazu gezwungen? Es war doch für etwas gut. Ich muss ganz kurz bei der Gelegenheit erwähnen, dass wir in Bergheim bei Köln sind, wo du dann sinnigerweise aufgewachsen bist. Und dieser Sportplatz spielt zumindest eine Version von ihm eine Rolle in deinem Buch, oder? Also es kommt ein Sportplatz in dem Roman vor. Das ist jetzt kein großartiger Schauplatz, es ist mehr so ein Nebenschauplatz. Aber ich brauchte natürlich so eine Vorlage für diesen Ort. Und da habe ich diesen Sportplatz hier genommen, weil ich ja sonst keinen anderen kenne, weil ich mich von Sportplätzen eigentlich seit der Schule ferngehalten habe. Und das ist sozusagen also die Vorlage für diesen Sportplatz im Roman. Hm. Ja. Wir machen noch einen kleinen Fragenhagel. Das bedeutet, dass ich verschiedenste Motive aus dem Buch rausgreife und auch verschiedenste Motive aus deinem Leben, so sie mir bekannt sind, und sie dir in wirrer Reihenfolge präsentiere, immer mit einer Entweder-Oder-Auswahl. Und du kannst vollkommen frei entscheiden, ob du aus der Sicht deiner Figuren, aus deiner Sicht, aus der Sicht einer spontan erdachten Kunstfigur antwortest, wie auch immer, nur antworten musst du. Zum Beispiel auf Fragen wie Heilquelle oder Jägermeister. Na, dann auf jeden Fall Heilquelle. Schreiben oder geschrieben haben? Geschrieben haben.
immer geschrieben immer haben. Immer geschrieben haben. Das könnte ja auch sein, dass das Schreiben mal jemandem Spaß macht, aber die meisten, die meisten sagen das. Ja. Hund oder Katze? Hund. Das erklärt, warum so viele Katzen grausam zu Tode kommen in deinem Buch. Ist es denn so, dass du dir für alle Locations in deinem Roman reale Vorbilder genommen hast? Denn immerhin handelt es sich bei dem Ort des Geschehens um ein rheinisches Städtchen. Ja. Und es hat spezifische Probleme. Gibt es dafür auch Anknüpfungspunkte in der richtigen Welt? Ja, also ich habe eigentlich schon immer gerne über Figuren geschrieben, die eher so in der Peripherie oder auf dem Land angesiedelt waren und nicht so in der Großstadt, weil ich einfach selber halt vom Land komme. Mhm. Und ja, ich finde, man schreibt am besten über das, was man kennt. Das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht in Zukunft mal über was anderes schreiben werde, aber so, das fühlte sich stimmig an für mich, als ich den Roman begonnen habe. Und ich finde halt, dass ganz oft so die Themen, die außerhalb der Großstadt präsent sind, gerade die Menschen, die leben mit ihren Biografien, das ist oft viel, für mich jedenfalls, spannender. Mhm. Also es passiert auf dem Land auch sehr viel. Mhm. Man kriegt davon nur nicht so viel mit. Mhm. Und ja, und der Ort Willrath, der in meinem Roman eben im Zentrum steht, der ist jetzt nicht an Bergheim angelehnt, weil Bergheim hat keine Heilquelle, ist keine Kurstadt. Mhm. Aber klar, also diese kleinen Städte ähneln sich natürlich in mancher Hinsicht, die haben Schnittmengen. Mhm. Und das ist mit Sicherheit auch bei Willrath und Bergheim ein bisschen so. Hm. Ja. Ich hatte lustigerweise sogar beim Lesen deines Romans das Gefühl, dass man gerade auf dem Land oder in der Kleinstadt, also nicht in der Metropole, offenbar ein paar Extreme besser sehen kann, zu denen ja, Menschen manchmal tendieren. Also ja. Zum Beispiel, obwohl das letztlich das Einzige ist, gibt es ein paar sehr brutale Szenen in deinem Buch. Die spielen jetzt keine stilistisch prägende Rolle, aber es gibt sie und man hat stärker das Gefühl, dass diese Brutalität im Untergrund brodelt. Auf dem Land meinst du? Menschlichen. Ja, auf dem Land stärker. Ja, also auf dem Land ist man oft ein bisschen derber, würde ich sagen, und hat zum Leben und zum Tod, glaube ich, noch so ein bisschen ein anderes Verhältnis. Ob das unbedingt besser ist oder ob das irgendwie natürlicher ist, das möchte ich nicht bewerten. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man mit manchen Dingen vielleicht etwas unsensibler durchaus umgeht oder jedenfalls so, so dass sie ja, eher zum Alltag gehören und dass man da nicht so wahnsinnig drüber nachdenkt, ja. Also ich weiß genau, auf welche Szene du ansprichst. Ich wurde auch schon öfter auf diese Szene angesprochen. Ich bin nachhaltig traumatisiert, möchte ich sagen. Das haben mir jetzt schon einige gesagt. Nein, wobei es gibt tatsächlich mehrere. Also sie haben immer mit Katzen zu tun, aber es gibt mehrere Szenen, in denen Katzen Schlimmes widerfährt. Also ich möchte dazu sagen, Katzen auf dem Land, Katzen in Dörfern leben gefährlich. Das ist so. Hoher Norden oder Rheinland? Hoher Norden. Die Fragen, die das Leben dir stellt. Man muss an dieser Stelle erwähnen, dass du, wie gesagt, von hier kommst, aber jetzt eben im hohen Norden lebst. Ja, das ist jetzt mein Zuhause, ja. Also ich lebe jetzt am Meer und also wenn man irgendwie einmal am Meer gelebt hat, ich kann mir nicht vorstellen, da jemals wieder woanders hinzuziehen. Also im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Bergheim weint. Das glaube ich nicht. Herkules oder Kawasaki? Herkules. Wow. Wie intensiv hast du dich mit Motorradmarken befasst, um diese Antwort so spontan geben zu können? Denn sie spielen im Buch für Johannes eine Rolle. Also ich habe mich in Motorradmarken eingelesen. Ich habe mich auch durch eBay Kleinanzeigen geklickt. Ich habe Menschen aus meinem Umfeld gefragt, die Motorräder besitzen und das lieben und pflegen. Ja, also schon intensiv und ja, ich hoffe, es ist mir gelungen, es plausibel darzustellen. Es ist dir gelungen, dass ich Motorrad fahren wollte, nachdem ich die Passage mit Johannes gelesen habe. Und ich habe noch nie das Bedürfnis danach verspürt. Das ist schön. Es scheint intensiv gewesen zu sein. Nein, also es stimmt halt, dass dieser Ort randvoll ist mit verpassten Chancen, mit Möglichkeiten, die niemals eingetreten sind. Und dieser Ort war 20 oder fast 20 Jahre in so einem Dornröschenschlaf. Und auf einmal wird dieses Wasser zufällig wiederentdeckt.
Und auf einmal scheint wieder sehr viel möglich. Also alte Träume, alte Sehnsüchte, die tauchen jetzt wieder auf. Und ich fand das halt spannend, so das zu schreiben unter diesem Motto sozusagen, ach, endlich wird alles wieder gut. Weil ich glaube, das ist halt so eine ganz tief sitzende Sehnsucht ganz vieler Menschen. Dieses Gefühl, es muss doch endlich mal alles gut werden. So. Weil jeder, ich glaube, jeder hat so eine Sache in seinem Leben oder ihrem Leben, wo man sagt, ja, das könnte schon noch in Ordnung gebracht werden. Oder wenn wenn das und das nicht passiert wäre. Und das ist so die einzige Sache, die mich immer noch zwickt und so weiter. Und bei den Willratern ist es eben so, dass es eben diese versiegte Heilquelle ist, die jetzt auf einmal wiederkommt. Und alle sind erstmal komplett aufgebracht und aufgeregt und enthusiastisch. Und dann geht es aber darum, was mache ich mit einem Traum, der vor 20 Jahren aktuell war? Kann man überhaupt Dinge wiederholen? Mhm. Sollte man das vielleicht? Mhm. So. Mhm. Und Vera, eine der Hauptfiguren, versucht eben jetzt, einen Wunsch, den sie vor 20 Jahren hatte, den jetzt noch mal umzusetzen und sich zu erfüllen. Und man begleitet sie eben dabei und stellt halt fest, wie schwierig es ist, wenn eigentlich wenn Vergangenheit und Gegenwart so aufeinanderprallen und man sieht, dass die eigentlich gar nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Vera ist jemand, die sich natürlich extrem auch selbst im Weg steht. Und ein bisschen weiß sie das auch, aber ein bisschen verdrängt sie das auch. Ich glaube, das tun wir alle irgendwie auch so. Wir kennen alle unsere Schwächen irgendwie. Wir wissen schon, wo wir gut sind und wo wir nicht drin gut sind. Aber es ist manchmal unglaublich schmerzhaft, das einfach anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Und Vera kommt mit ihren Schwächen nicht sonderlich gut klar, weswegen sie auch Alkohol missbraucht und eigentlich schon seit Jahren ein Leben lebt, was sie eigentlich so nicht führen will. Und jetzt wird eben diese Quelle wieder gefunden und sie denkt sich, wow, okay, das ist wie eine Zeitmaschine. Ich kann eigentlich wieder an die Zeit von vor 20 Jahren anknüpfen. Und da ist sie nicht die Einzige. Es gibt eben noch zwei andere Hauptfiguren, die ähnliche Sehnsüchte haben. Und darum geht der Roman. Darum geht der Roman, absolut. Ja. Am Tag der Entdeckung. Samstag. Es war zu warm für die Jahreszeit. Auch sonst stimmte nichts. Vera klappte ihr Kassenheft zu und stopfte es zurück in den Spalt zwischen Tresen und Wand, hörte, wie die Rechnungen und Mahnbriefe mit lautem Knistern tiefer rutschten. Sie brach eine neue Schachtel Zigaretten an. Hatte neulich erst gewechselt, ihre Marlboros gegen welche vom Discounter getauscht. Die nächste Stufe wäre selber drehen. Einsteigen mit gutem Tabak und sich allmählich runterarbeiten. Sie war vorbereitet. Vera rauchte fertig, feudelte anschließend unter den Tischen im Schankraum. Schaltete die Lichterketten ein und schob eine CD in die Anlage. Zuletzt noch die Engelsflügel und die Perücke aus Lamettafäden übergezogen. Vor kurzem hatte sie sich für samstags das Motto Karneval ausgedacht. Oft kriegte sie die Bude mit dem bisschen Rambazamba noch voll. Doch am unteren Markt war Schützenfest und warteten 100 Liter Freibier. Falls sich keiner zu ihr ins Stübchen verirrte, Vera goss sich ein Jägermeister ein. Falls heute keiner käme, bliebe sie am Tresen sitzen, ihr eigener Gast. Darauf trank sie. 7:30 jetzt, die Sonne gab auf. Gut. Im Dunkeln konnte man sich einreden, die Stadt sei wie jede andere. War das Gröbste unsichtbar. Das Gerippe des Bushäuschens an der Promenade, die Schuttcontainer in den Gassen. Die Rollgitter vor den Ladentüren und die eingeschlagenen Fenster der Geschäfte, bei denen sich kein Einbruchschutz mehr lohnte. Willrath an den Polarkreis versetzen, dachte Vera. Ein halbes Jahr Nacht, den Rest der Zeit Urlaub, das würde helfen. Darauf trank sie. Sie betrachtete das 80 Jahre alte Schwarz-Weiß-Foto über der Eckbank. Es zeigte das Haus, einen Fachwerkhof in der Frontalansicht. Links an der Scheune Schubkarren und Werkzeug, und im Vordergrund Menschen, deren Gesichter das einzig Unaufgeräumte waren im Bild. Veras Großvater, der Onkel und dessen Söhne. Bauern, die nach 8 Jahren Schule den größten Teil ihres Lebens auf den Feldern verbracht, beim Pflügen mageren Pferden in den Hintern gesehen hatten
falls sie und die Pferde nicht der Krieg geholt hatte. Männer, die schweigend ihr Schwarzbrot mit Rübenkraut aßen, morgens wie abends und im Winter mit Wundschorf auf den Lippen, deren Fingernägel nie mehr richtig sauber waren, nicht mal im Sarg. Daneben als zweites Grüppchen die Frauen, ihre kleinen, borkigen Mutterkörper und ihr früh ergrautes Haar. Dunkle Kittelschürzen mit aufgenähten Taschen und in den Taschen Sicherheitsnadeln, Haarnadeln und Kopfstecknadeln. Von Gicht entstellte Hände, die Kruste aus Unterhosen kratzten. Aber für das Haus war das die beste Zeit gewesen. Es hatte Menschen etwas bedeutet. Denen, die darin gelebt hatten und auch denen, die später, als die Räume im Erdgeschoss zur Schankwirtschaft ausgebaut worden waren, hier ihre Hochzeiten und Geburtstage und Kegelclub-Jubiläen gefeiert hatten. Mittlerweile, das hieß für Vera, war es nur noch das Notwendigste aller Übel. Sie ist halt jemand, die sich von ihrem Leben halt einfach mehr erhofft hat. Es ist eine sehr große Kränkung, eine sehr große Verletzung. Und sie hat im Laufe ihres Lebens keine Strategien oder keine Methoden gefunden, um mit diesem Schmerz umzugehen oder diesen Schmerz irgendwie kreativ zu verwerten oder so. Mhm. Und das macht natürlich sehr bitter. Mhm. Das macht auch einsam, und das ist sie nämlich auch. Mhm. Und da ist sie sehr ähnlich der anderen Hauptfigur, Julius Kamps. Das ist ein Kunde von ihr, der ab und zu halt auch mal sich da bei ihr was zu essen abholt oder mal so ein Bier trinken kommt. Und der hat das gleiche Problem. Der ist nämlich auch hängen geblieben im Frühjahr, also damals, als alles noch schön war. Also erstmal war es mir wichtig, halt so eine gewisse Art von Verfall, der ja auch der für diesen Ort einfach beschreibend ist und exemplarisch ist, den darzustellen. Und das sieht man auch an den Körpern der Menschen, die dort leben. Also das sieht man tatsächlich oft auch im echten Leben. Also wenn so ein Ort, wenn so eine Infrastruktur irgendwie zerfällt und so und manche sozialen Beziehungen auch erodieren, man sieht es den Leuten tatsächlich im Gesicht und am Körper an. Und das ist das eine. Und das andere war, ja, also ich finde halt, ich beschönige nicht so gern. Also ich versuche es so zu beschreiben, wie ich es empfinde. Und ich versuche auch nicht nur das Alter, also generell körperliche Gebrechen so zu beschreiben, wie sie sind. Ich hoffe, dass ich das angemessen tue. Das müssen die Lesenden entscheiden. Aber ich wollte, ja, also ich habe versucht, es so zu beschreiben, wie es ist. Auch sinnlich, auch vielleicht nicht immer auf so eine schöne Art sinnlich. Aber auf jeden Fall plastisch, ja, weil also das Leben ist halt manchmal auch eklig, muss man halt auch mal so sagen. Und manchmal auch wahnsinnig peinlich. Und ja. Kamps lag in der Dunkelheit und dachte an Angelika. Daran, dass ihre Hälfte der Matratze immer noch nach der Kräuterseife roch, die sie so viele Jahre benutzt hatte, und dass er sich nun mit beinahe 76 keine neue mehr kaufen würde. Immer würde er eine Matratze haben, die nach Angelika roch. Es war ein guter Gedanke, und Kamps drehte das Kissen auf die kühle Seite und legte den Kopf darauf. Dass er heute oder morgen wieder nach ihr sehen müsste, überlegte er. Der Friedhof war eine Zumutung, so viel stand fest. Was er damit solle, hatte der Gemeindegärtner gesagt, sich auf den Spaten gestützt und das Blatt Papier in Kamps Hand mit hochgezogenen Brauen betrachtet. Mitnehmen, seinem Vorgesetzten zeigen, damit endlich was passiere. Kamps hatte vorgelesen. 2 Fahrradrahmen, 1 Kühlschrank, 1 Röhrenfernseher, 1 Lattenrost, 4 Müllsäcke, Inhalt unbekannt, 1 kaputter Kinderwagen. Für Sperrmüll sei er nicht zuständig, hatte der Gärtner gesagt, da sei Kamps an der falschen Adresse. Ob er ihm die Liste dann wenigstens unterzeichnen könne, als nun Zeuge. Der Gemeindegärtner hatte gelacht. Kamps hatte das Blatt sinken lassen, gesagt, dass das nicht alles auf seinen Handwagen ginge. Nicht die großen Teile, das schaffe er nicht. Aber da kümmere sich doch die Abfallwirtschaft drum. Die wüssten Bescheid, da kämen bald ein paar Leute. Wann? Irgendwann, demnächst. Sei eben nicht unbedingt Priorität, dieser Teil der Stadt. Kamps hatte den Zettel eingesteckt. Wie hieß der Gärtner? Schulte? Schulze? Das T konnte wie ein Z aussehen oder andersherum, wenn er den Stift schnell genug führte. Zu Hause probierte er es. Es sah echt aus. Darunter setzte er seine eigene Unterschrift. Julius Kamps.
Insgesamt 7 Beschwerden hatte er seither ans Grünflächenamt und an die Stadtverwaltung geschickt. Die Listen sauber auf Angelikas alter Schreibmaschine im Keller abgetippt, die großen Kuverts aus Kraftpapier benutzt. Keine Antwort. Womöglich würde es seinen Worten Nachdruck verleihen, den Zustand des Friedhofs mit Fotografien zu belegen. Dass Willrath einmal einen Preis für die schönste Innenstadt des Bundeslandes erhalten hatte. 87 musste das gewesen sein. Kamps hatte die beiden Douglasien im Garten gerade erst gepflanzt. Es war die Zeit gewesen, in der sein Viertel sich den Beinamen Weiße Siedlung verdiente, da sich ein Kurarzt nach dem anderen hier niedergelassen hatte. Die Zeit, in der die Stadtverwaltung beschlossen hatte, den Tourismusbetrieb, die gesamte dafür benötigte Infrastruktur so professionell auszubauen, dass sich Willrath, bislang lediglich staatlich anerkannter Kurort, in einigen Jahren um den begehrten Zusatz Bad vor dem Namen hätte bewerben können, in die Riege altehrwürdiger Kurstätten aufgestiegen wäre, die von Kaisern und Königen und anderer Prominenz besucht worden waren. Eine Adresse so schick wie Bad Honnef auf der anderen Seite des Rheins. Ja, Kamps war damals stolz gewesen auf Willrath, Tor nach Rheinland-Pfalz und zu den herrlichen Weinbergen des Ahrtals. Auch Drachenfels und Rolandsbogen, der Andernacher Gesir, selbst die Lorelei und die Pfalz bei Kaub waren höchstens einen Tagesausflug entfernt. Selbsterklärend, dass Menschen aus dem ganzen Westen Deutschlands zur ambulanten Vorsorgeleistung hergeschickt worden waren oder sogar in die eigene Tasche gegriffen hatten, um sich mal anständig zu erholen. Sich am heilenden Willrather Wasser zu stärken und anschließend die Bäuche gefüllt zu bekommen. Sauerbraten, Schlachtplatte, das ganze gute Programm. Es hatte Kamps gefallen, dabei zuzusehen, wie sie am frühen Morgen losgezogen waren in den Park zur ersten Trinkkur des Tages. Ausgestattet mit den blau-goldenen Steingutkrügen, die bei Ankunft auf den Kissen der Hotelbetten lagen. Oder abends. Flanierend auf der Promenade, während sich nach und nach die Laternen einschalteten wie eine goldene Perlenkette, Musik und Gelächter aus den Lokalen drang. Entspannte, zufriedene Leute, Arm in Arm, mit roten Flecken im Gesicht vom Wein oder weil sie sich beim Tanztee einen Kurschatten angelacht hatten. Wie auch immer, die Gäste waren jedenfalls aufgeblüht. In wie vielen Fällen hatte Willrath damit zum Erhalt der Arbeitskraft beigetragen, Wachstum und Wohlstand genährt, einen Dienst am Land getan. Aber die Politik hatte sich nicht rechtzeitig gekümmert, war nie mehr in die Pötte gekommen. Man hatte die Stadt vergessen, rund 5000 Leute, einfach so. Es gibt noch diese dritte Figur, den Johannes, der ist Veras Sohn und der stopft Süßigkeiten in sich hinein oder empfindet es so, als würde er immer nur Süßigkeiten in sich hineinstopfen, ist typisch pubertär, sehr unglücklich mit seinem Körper, mag ein Mädchen, kann es dem aber nicht sagen. Ist er aus demselben Grund defizitär, aus dem es seine Mutter ist, oder hat es bei ihm nochmal andere Gründe? Bei Johannes ist es so, er steht natürlich an der Schwelle zum Erwachsenwerden, fühlt sich aber noch ganz oft als Kind auch. Er ist ohne Vater aufgewachsen und er vermisst den halt auch sehr, aber der Vater meldet sich nicht so oft, so wie Johannes das auch braucht. Und dann sind da diese körperlichen Veränderungen. Johannes ist halt in kurzer Zeit sehr groß geworden, hat sehr viel an Gewicht zugelegt und fühlt sich einfach überhaupt nicht wohl in seiner Haut, also sprichwörtlich. Und er wünscht sich auch, auf jeden Fall jemand anderer zu sein. Und er wünscht sich in eine andere Zeit zurück, als alles noch überschaubarer war. Mhm. Und weil er sich jetzt den Vater nicht irgendwie zurück- oder herbeihexen kann, findet er halt einen Ersatz. Mhm. So. Er trifft dann auf eine Person, die halt so ganz anders ist und die stellt für ihn sehr viele seiner Werte oder von dem, was er gelernt hat, stellt diese Person in Frage. Und das setzt so einen Lernprozess bei Johannes in Gang. Und er wird im Laufe des Textes, er wird ziemlich oft enttäuscht. Mhm. Und so schlimm das ist, Aus Enttäuschungen lernt man ja sehr viel. Ja. Und ich glaube, er hat am Ende gelernt. Johannes setzte sich auf die Bordsteinkante. Aus Richtung des Schützenfests nahm er gedämpft das Wummern der Musik wahr, das Gröhlen einiger Betrunkener aus dem Kurpark und das Zersplittern von Flaschen. Glühwürmchen stiegen aus der Wiese um das alte Volksbad auf. Jetzt, bei Dunkelheit, konnte man Willrath für pissnormal halten.
Erst tagsüber sah man, dass manche Straßenzüge kaum noch bewohnt waren, sah die Bettlaken mit der Aufschrift »Rettet den Wilrater Wald«, die die Leute vom Umweltcamp als Protest gegen die neue Zugtrasse überall befestigten. Sah man die Graffitis, die Johannes seit kurzem fotografierte und auf Instagram hochlud unter dem Hashtag Wilrath Street Art. Er mochte, wie großstädtisch sie wirkten. Doch seit dem Frühjahr mehrten sich auch zerborstene Scheiben, verbarrikadierte Türen wurden über Nacht aufgebrochen. Das seien die Polen, hieß es, nein die Rumänen, nein die Bulgaren. Die Mutter winkte ab und behauptete, alles nur vorübergehend. Johannes' Erfahrung nach hatte jeder Erwachsene sein eigenes Bündel an Sprüchen für solche Situationen und das war einer von ihren. Schlechtes Wetter, vorübergehend. Schnupfen, vorübergehend. Das Leben, dachte Johannes, vorübergehend. In der ersten Etage mit den Gästezimmern war alles ruhig. Nur aus dem von Rolf, dem Monteur, tönte leise das Radio. Johannes betrat die Wohnung im zweiten Stock. Die Dusche rauschte. War die Mutter also noch wach? Johannes überlegte anzuklopfen, damit sie wusste, dass er nach Hause gekommen war. Dann entschied er sich um und spülte sich im Gästeklo den Mund aus. Betrachtete wieder das Ährenmuster auf den Fliesen an der Wand. Wenn seine Eltern damals gestritten hatten, war er aus dem Kinderzimmer hierher geschlichen, hatte sich in die Ecke zwischen Toilette und Waschbecken gezwängt und das goldgelbe Kornfeld angestarrt, bis das Geschrei und Gepolter vorüber war. Oder er war auf Socken über die Treppe und runter in den Schankraum zur Eistruhe. Cornetto, Schoko oder Erdbeer. Am Abend, als sein Vater ging und nicht wiederkam, hatte Johannes ihn von dort aus mit der Sporttasche vor dem Haus ins Auto steigen sehen. Hatte in den darauffolgenden Nächten den späten Regio gehört. Dam, dadam, dadam aus der Ferne. Hatte gehofft, dass es sein Vater war, der vorne in der Lok saß, der diese Schicht fuhr. Ganz steif hatte Johannes gelegen und flach geatmet, sein Herzschlag im Kissen, dam, dadam, dadam, das Erkennungszeichen inmitten der Stille. Im hinteren Teil der Wohnung knarzten die Dielen. Die Mutter betrat den Flur. Sie trug den Bademantel mit dem Zebramuster, von dem sie behauptete, er sähe teuer aus. Na, war es schön bei Raphael? Johannes nickte. Seine Mutter sagt, ich soll dich grüßen. Sie fuhr ihm durch die Haare, ihre eigenen tropften noch. Letztens hatte sie sie gefärbt, rot diesmal. Es machte sie fahl und hob die Schatten unter ihren Augen hervor. Du, sagte sie, setz dich mal. Du glaubst nicht, was passiert ist. Das folgende Spiel heißt Wahrheit oder Heilquelle. Da kommt endlich das großartige Lebensquellwasser zum Einsatz, das du bekommen hast. Und zwar werde ich dir jetzt Thesen präsentieren, die ich oder irgendwer über dich oder deinen Roman haben könnten. Und wenn sie wahr sind, musst du Quellwasser trinken. Und wenn sie falsch sind, musst du korrigieren. Okay. Für Veras Stübchen habe ich so viel in ranzigen Kneipen recherchiert, dass ich nie wieder eine von innen sehen kann. Nein, das stimmt nicht. Also ich hab nicht in ranzigen Kneipen recherchiert. Das sind eigentlich alle Kneipenerfahrungen, die ich so habe, kumuliert. Und ja, also wenn ich unterwegs bin, dann habe ich eigentlich immer sehr große Ohren und große Augen. Und ich höre sehr oft zu, wenn Menschen sich unterhalten und beobachte auch sehr gern. Und also ich bin jetzt für dieses Buch nicht nochmal extra in eine Kneipe reingegangen. Ich wurde das aber schon öfter gefragt, ja. Ich habe mir mit diesem Buch ein eigenes erschütterndes Aufwachsen im Rheinland von der Seele geschrieben. Nein. Ich habe eine Menge Thesen, bei denen du mehr zu korrigieren hast, als zu trinken. Aber du hast ja auch danach noch was vom Heilwasser. Insofern wird für alle gesorgt sein. Ich hatte zwischendurch noch viel mehr tolle Charaktere, aber die wurden mir leider von der Lektorin rausgestrichen. Nein. Ich habe erst zum Schluss gemerkt, dass in der Verzweiflung über das Versiegen einer Quelle und in der Hoffnung, wenn eine neue aufsprudelt, eine Metapher meines Schreibprozesses schlummert. Nein, das wusste ich schon von Anfang an. Ach, wirklich? Du hast echt nur zweimal getrunken, oder? Ja, weil ich so fiese Thesen hatte. Aber ich habe doch so Durst. Bitte trink nochmal einfach aus Durst. Schmeckt übrigens wirklich anders als Leitungswasser und schmeckt auch anders als normales, stilles Wasser. Heilender. Du hast auf Instagram erzählt, beziehungsweise in einem Post geschrieben, dass du die erste Fassung vor 7 Jahren, die zweite Fassung vor 4 Jahren
die dritte Fassung jetzt letztes Jahr beendet hast. Ja. Was hat dich so lange an dieser Thematik und an diesem Text beschäftigt? Gab es eine ganz andere erste Version? Oder tja, wenn das ich das mal wüsste. Nein, es war tatsächlich so, also ich bin eine langsame Schreiberin. Und es war tatsächlich so, dass ich habe die erste Version geschrieben und habe gemerkt, so ja, es ist okay, aber es ist, nee, das muss überarbeitet werden. So. Und dann habe ich die zweite Version geschrieben und es war halt irgendwie immer noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin zufrieden damit. Und dann habe ich mir wirklich die Frage gestellt, machst du das jetzt ernsthaft noch ein drittes Mal? Und wenn du das jetzt echt noch ein drittes Mal machst, dann muss das echt klappen. Oder lass es. Also wenn du es jetzt machst, mach es ganz oder gar nicht so. Und bei der dritten hat es jetzt geklappt, dass ich gesagt habe, erstens, ich bin zufrieden damit und es hat sich dann eben später auch ein Verlag dafür interessiert, was bei den Versionen davor ja auch nicht der Fall war. Von daher, dieses Schreiben hat wirklich mehr mit Zurückweisung zu tun und mit Absagen und mit Zweifeln als mit irgendwas anderem, finde ich. Mhm. So. Aber wenn man das akzeptiert hat und das so integriert hat in sein Autorinnenleben, dann geht's. Weil du gerade Kurzgeschichte sagtest, du hast am Rande erwähnt, dass du auch mal eine Kurzgeschichte über einen berühmten Schaufelradbagger geschrieben hast, ja, der 2020 verschrottet wurde. Ich habe so getan, als wüsste ich, wovon du redest, aber die Wahrheit hab ist, ich gemerkt, ja, gar keine Ahnung. Also hier, ich bin ja in Bergheim aufgewachsen und hier gibt es die beiden sehr großen Tagebaue Garzweiler und Hambach. Also Hambach ist etwas näher und ich bin halt mit dem Braunkohletagebau aufgewachsen. Also es hat irgendwie zu meiner Kindheit gehört, diese Kraftwerke, auch diese teilweise sehr schmutzige Luft, diese Mondlandschaften, diese Krater, die hier in der Landschaft einfach sind. Also es ist ganz oft so, man fährt so über eine Bundesstraße und auf einmal fällt das Land einfach ganz steil, gefühlt kilometertief ab und da ist einfach nichts mehr, da ist dieser Tagebau. Mhm. Und es gab da mal, also es gibt da verschiedene Schaufelradbagger, dass du mich da wirklich drauf ansprichst. Naja, aber da muss ich jetzt durch. Und es gab mal vor 20 Jahren, ist einer dieser Schaufelradbagger und ich meine, seine Nummer war 292. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das können wir gleich nochmal nachschauen. Der ist einmal über eine Autobahn gesetzt, weil er von einem Tagebau in den anderen fahren musste. Und ich weiß noch, das war die totale Volksfestatmosphäre. Da war ich mit einer Bekannten, die wollte Maschinenbau nämlich studieren. Und die hat gesagt, so, ich will Maschinenbau studieren, ich muss mir diesen Bagger angucken. Und dann sind wir da, weil, na, Bergheim, so, ne? Was macht man da? Man guckt sich halt an, wie der Schaufelradbagger von einem Feld aufs andere setzt. Irgendwie. Und dann standen da ganz viele Autos, die Leute hatten Klappstühle hingestellt und so. Und da kommt dieser riesige Bagger halt. Und der ist ja nicht schnell, ne? Also das ist ja ein Gerät, was im Schneckentempo fährt, obwohl das ja hunderte Meter hoch ist und schwer und so. Hm. Und das war wirklich sehr eindrucksvoll. Naja, und ich war immer in einem starken Zwiespalt über die Braunkohleförderung hier und bin es heute noch. Habe mich auch sehr für die Proteste in Hambach, für den Hambacher Forst eben auch interessiert. Und aber dieser Schaufelradbagger, ich weiß nicht, der hat einen so bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich habe dann mal eine Kurzgeschichte geschrieben über eine Frau, die sich in diesen Schaufelradbagger verliebt. Ah, siehst du, das wusste ich nämlich nicht. Genau. und die das aber ganz toll findet, weil dieser Schaufelradbagger ist ja so groß, der kann nicht verschwinden, der kann nicht verloren gehen. Und jetzt verstehst du vielleicht so ein bisschen, was die Attraktivität dieses Geräts für diese Hauptfigur ausgemacht hat. Also der ist immer zu lokalisieren, also der kann nicht verschwinden. Genau, und verstehe das. Genau, und der wurde aber, Problem. Pass auf, und dieser Schaufelradbagger wurde aber letztes Jahr im Oktober zerlegt und verschrottet. Den gibt's gar nicht mehr. Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich eine Fortsetzung dieser Kurzgeschichte schreiben. Ich müsste jetzt eigentlich eine Fortsetzung schreiben. Oh. Genau. Indem die große Krise dieser Frau indem sie erfährt, wird. Oh Gott, mein Schaufelradbagger wurde zerlegt. wo ist der? Wo sind die Teile? Also sind vielleicht noch irgendwo anders verbaut oder so. Oder Ersatzteile für andere Schaufelradbagger oder so. Genau. Aber zum Glück bist du beschäftigt mit anderen Dingen wahrscheinlich. Ja. Oh Gott.
Wir möchten die Menschen hinter diesen Videos und natürlich vor allem die Autorinnen und Autoren fair für ihre Arbeit bezahlen. Deswegen sind wir super dankbar für die Förderung. Ehre dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, Ruhm dem Deutschen Literaturfonds und dem Programm Neustart Kultur und ewiger Dank dem Literaturhaus Bonn, dem Literaturbüro Ruhr, dem Literaturhaus Köln, dem Literaturbüro NRW und dem Center for Literature in der Burg Hülshoff. Und nichts als Liebe für unsere Fördererinnen und Förderer auf Steady. Wenn auch du Teil der Zwischenmiete WG werden möchtest, dann klick auf den Link in der Infobox. Und wenn du ein weiteres Knallervideo sehen möchtest, dann klick hier.